Herzlich willkommen zum Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ja, ihr habt richtig gehört, Ubisoft hat mich eingeladen, nochmal eine Runde Valhalla zu spielen. Und zwar 8 Stunden, absolut krass. Wir werden heute die Siedlung sehen, alles mögliche. Aber jetzt heißt es erstmal überlegen, spielen wir den männlichen Eivor oder die weibliche? Oder lassen wir den Animus aussuchen? Absolut krass. Vielen, vielen Dank an Ubisoft für diese Chance. Und wir starten direkt mal rein. Erste Folge dreht sich nur um die Siedlung. Das kann ich an der Stelle schon mal spoilern. Der Rest wird auf meinem zweiten Channel höchstwahrscheinlich dann weiter ausgestrahlt. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das mache. Es soll auch ein Review geben, aber jetzt zocken wir einfach erstmal 8 Stunden Valhalla. Ich werde wahrscheinlich nicht alles aufnehmen und zeigen, weil es einfach zu viel ist. Und meine Festplatte wahrscheinlich irgendwann voll ist. Aber jetzt erstmal die Siedlung. A new home. Holy moly, das ist die Siedlung. Wir kennen sie schon aus Trailern. Und ich muss sagen, sieht nice aus, oder? Ich habe mir jetzt mal die weibliche Eivor genommen. Und sie sieht etwas besser aus als in der letzten Demo im Juni. Etwas besser auf jeden Fall. Dekorative Elemente. Oh man. Wir können hier also verschiedene Dinge hin tun, verschiedene Elemente in die Siedlung packen. Das ist schon mal ganz, ganz cool eigentlich. Machen wir mal diesen Brunnen, okay. Der ist ein bisschen verdeckt mit Steinen. Naja, egal. Hier kann man das auch nochmal machen. Da steht jetzt so ein Fass. Wird das dann ersetzt oder kommt das woanders hin? Haben wir mal so einen Bogen. Ah, okay, das kommt tatsächlich davor. Kann man reinschießen, habe ich gehört hier. Zack! Mega geil. Ich freue mich ultra und bin gerade richtig gehypt. Sorry für den Hype. Und da will jemand mit uns reden, oder? Wie sieht's aus? Speak. Now have a place to rest and train. A fine shelter it is. When word gets out, it should attract many Jomsvikingar to fight with us. Which reminds me, Jomsvikings are chomping at the bit in hope of becoming your second. You ought to pick one. Okay, wir können uns jetzt unseren Jomsviking designen oder den ersten. Und das sind diese Wikinger, die wir mitnehmen können. Das ist Tassi the Forester. Er hat so ein bisschen Equipment an, alles grau. Ich weiß nicht, ob man das aufwerten kann. Kann man auch als Frau machen. Mit X. Wie sieht's aus? Hat einfach Standardsachen hier an. Ah, okay, da kann man jetzt Ravenclan ihm anziehen, wenn man möchte. Oder eben Standard lassen. Ich finde die Rüstung eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Ah, hier kannst du ihn dann speichern. Once selected, you may not change it. Und da ist er, oder? Den haben wir gerade designt. Naja gut, der war schon so. Bin ich ganz ehrlich. Tassi, the Forester. Ja, ganz cooler Dude eigentlich. Bin zufrieden damit. Und ich glaube, diese Charaktere kannst du dann wirklich mit deinen Freunden später tauschen. Nice. Da kann man Orlok zocken, das Würfelspiel. Und hier kommt die Crew zusammen. Hallo. Ist das meine Schiffscrew? Ich glaube schon. Ah, Mundi will spielen, ne? Es sieht nice aus. Vor allem, es sieht anders aus als in dem letzten Playthrough. Falls ihr das verfolgt habt, in meinem zweiten Channel habe ich ja das gesamte Let's Play hochgeladen auf Nahtfrag. Verlinke ich euch oben. Oh, hier ist der Schmied. Alles noch ein bisschen stumm. Ich glaube, die wollen auch an der Stelle viele Spoiler vielleicht nochmal vermeiden. Es ist ja noch Work in Progress. Kannst du deine Sachen upgraden? Zum Beispiel den Cloak. Den kannst du dann... Ah, der kriegt zusätzliche Standard-Upgrade-Slots wieder. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Auf bestimmten Seltenheitsstufen hast du nur zum Beispiel in dem grauen Fall 2 Upgrade-Slots. Und wenn du es auf rot upgradest, dann kannst du es 4-mal upgraden. Und danach dann eben 7-mal. Ah, so läuft das. Hier sind Runen drin, Runen-Slots und verschiedenes Aussehen. Vor allem nach dem Upgraden kriegst du ein neues Aussehen. Ah, das ist cool. Runen sind anscheinend hier das Mittel zur Wahl, um unsere Waffen anzupassen. Feier ich. Ich liebe es, meinen Charakter so selbst zu gestalten. Und an der Stelle nochmal, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hyped bin. Ich bin einfach pumped. Ich darf hier gerade Valhalla zocken vor Release, etwa einen Monat bevor es rauskommt. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Absolut Hammer. Absolut cooles Gefühl. Vielen Dank nochmal. Okay, also mein Vorschlag wäre, wir gucken uns erstmal ganz in Ruhe die Siedlung an. Was haben wir hier? Da ist das Boot oder eine Werft. Ich glaube, da kannst du das Boot anpassen. Na, hier haben wir den Schmied. Assassinen-Symbol. Da die Crew. Oh, das sind richtig viele Gebäude. Richtig viele Gebäude und alle haben irgendeinen Sinn. Das ist krass. Bin ich sehr gespannt, das alles zu entdecken. Jetzt ganz entspannte Folge. Wir gucken uns einfach die Siedlung im Detail an, ja. Das ist der Sinn. Das machen wir jetzt gemeinsam. Man kann hier anscheinend an jeder Ecke irgendwelche Statuen oder Monumente oder Monolithen. Sind die nicht riesig?
Ja, sie sind verdammt riesig. Hier in der Siedlung platzieren. Und ich bin einfach pumped. Vor allem, hieß es ja, du kannst das alles upgraden auch in der Siedlung und verändern. C-Shop. Ich glaube, das sind Platzhalter-Aussagen, C-Shop. Also es ist ja der Shop für die See, ne? Hier im Shipyard, aber es gibt verschiedene Skins fürs Drachenboot. Man kann sein Schiff auf jeden Fall ganz cool designen. Verschiedene Segel feiere ich. Ciao. Wäre richtig witzig, wenn ich jetzt in diesem Playthrough irgendwo den Typen auf Englisch höre, den ich auf Deutsch spreche. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich jemanden in Valhalla sprechen darf. Das wäre halt richtig witzig. Mal gucken, wo diese Person aufzufinden ist. Interagieren. Ah, guck mal. Hunwold in Swanborough's House. A House of, ja, von denen halt. Improves Feast Buff. Du kannst ja so ein Fest machen. So ein Festmahl. Und das wird hier scheinbar dann verbessert. Der Buff. Schickes Haus. Schickes Haus auf jeden Fall. Da könnte ich drin wohnen. So für eine Woche mal. Ich glaube, ich bin nicht Fan von Team Weiblicher Eivor. Wie sieht's bei euch aus? Schauen wir mal weiter, was es hier noch so zu finden gibt in der Siedlung. Ich bin sehr gespannt. Vor allem natürlich auf das Assassinenhaus. Hier noch ein neuer Slot. Hier kannst du was bauen. Aber da ist schon einer drin. Kartografa. Ah. Maps sind halt praktisch. Kannst du dann scheinbar dir erkaufen hier. Hat der schon was im Angebot? What service do you provide? Okay, cool. Ich muss ihm also erst sein Gebäude aufbauen, damit ich was machen kann. Ich glaube, das ist hier die Logik. Gebäude bauen, dann kannst du profitieren. Also musst du dir auch genau überlegen, welches Gebäude du zuerst baust. Stealth-Attack. Das ist die Assassinen-Trainingspuppe. Boah, richtig gut, wie wir den niedergemetzelt haben. Gab auf jeden Fall Adrenalin links unten, hat er vielleicht gesehen. Wir haben nur einen Adrenalinbalken. In meinem letzten Playthrough hatte ich, glaube ich, 3. Hey. Das ist... Ist das Basim? Oh, das ist ein anderer. Nee, das ist ein anderer. Nicht der aus dem Trailer. Geil, das ist der Assassinen-Workshop. A Letter to Hytham. Hab's nur überflogen kurz. Neues Gebäude, neues Glück. Da ist ein Fisch drauf. Das ist ziemlich sicher eine Fischerhütte. Ja, das ist eine Fischerhütte. 600 Ressourcen und 45 andere Ressourcen. Wir haben fast genügend. Ich weiß nicht, ob wir die heute vielleicht noch upgraden. Was geht bei ihm hier, kleiner Boy? Was machst du hier nochmal? Ich glaube, euch werde ich gerne was aufbauen. Der kleine Junge ist sympathisch. Er ist ein Macher. Er ist ein People-Typ. Und sein Vater, der ist hier so ein bisschen introvertierter, aber macht ja nichts. Scheinbar zu jedem Gebäude hier haben wir irgendeine Story. Das ist ganz cool. Oder zu den Personen da drin. Wir sollen ja angeblich eine Bindung zu denen aufbauen. Und deswegen denke ich mal, halten die sich hier in der Demo noch zurück? Der Shop. Jetzt wird leer gekauft heute. Rations, Arrows, Iron Ore, Predator Arrows. Okay, also für die drei verschiedenen Bogenarten, die wir haben. Hier kannst du ein Schild kaufen, einen größeren Schild. Build for the Saxon Royal Guard, klingt cool. Schwerter, noch mehr. Also ich glaube, den hole ich mir mal. Runen, meine Güte, es ist überfordernd. Was soll ich kaufen? Ich habe nur noch 400, okay. Können wir uns vielleicht noch... Ja, das könnten wir uns leisten, aber ist die Frage, ob sich das so lohnt. Egal, ist nur eine Demo. Wir gucken mal, was es alles gibt. Paar Runen, Poison Damage, Stealth, Minus Gewicht, Fire Build-Up Resistance. Es klingt wirklich so, als könnte man hier viel Zeit in die Builds stecken. Gift soll ganz cool sein. Schema... Wow. Wie kannst du Dekoration für deine Siedlung kaufen? Fände ich aber recht witzlos, wenn das alles bei diesem Händler... Also klar, logischerweise gehört die Siedlungsdeko in die Siedlung. Aber ich fände es geiler, wenn du das freischaltest über Ingame-Dinge wie Festungen erobern oder so. Vielleicht wird das so im vollen Spiel. Da kannst du sogar dein Aussehen verändern über Schemas. Fände ich besser, wenn es das in der Welt gäbe. Ciao. So, wir müssen uns erstmal zurechtfinden in diesem Dörfchen. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Brauerei. Natürlich, so sah es aus. Plus 25 Health und increases the Feast Buff. Sweet, können wir später vielleicht mal upgraden. Noch ist es ein kleines Zeltchen. Das haben wir hier auf der Karte zu sehen. Eine Raid Location, westlich von Lincolnshire, Wessex im Süden. East Anglia, da waren wir. Northumbria und das Meer. Ich habe gehört, es gibt noch Amerika und Asgard. Aber in der Demo können wir da leider nicht hin, wurde mir gesagt. Aber es gibt Amerika und Asgard. Holy moly, wie geil ist das denn, oder? Mega nice. Dekoratives Element. Römische Bartstatue. Ob wir die wohl von Octavian oder wie der hieß haben. Den Namen habe ich in der Demo immer wieder gelesen. Damals im Juni. Huch, ah ja. Kein Kommentar. Hunting Log. Legendary animals can be found through the worlds. Okay, das sind die krassen legendären Tiere. Da konnte man ja auch schon gegen kämpfen. Und dann hast du die wahrscheinlich hier aufgedeckt. Scheinbar waren das jetzt irgendwie 7 oder so. Oh, und hier? Ah, du kannst jagen gehen. Und das, was du erjagst,
gibst du hier ab bei dem Typen. Das ist natürlich ganz cool. Und das gibt dann Runen als Belohnung. Ich denke, diese Runen sind unzerstörbar. Ich denke, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, dass wir die immer wieder benutzen können. Plus ist es ja bekannt, dass wir die Waffen das ganze Spiel über theoretisch benutzen können. Also mit der Waffe, mit der wir das Spiel beginnen, auch das Spiel abschließen können. Das geht. Und dann können wir die natürlich optimieren mit schönen Runen oder so. Meine Güte, gibt es hier viel. Also ihr seht, Jagen wird belohnt. Wer also einfach ein paar Viecher erjagen will, ein bisschen Vieh oder so, der kriegt da auf jeden Fall was für. Es sind sogar zwei Dudes, hier wieder zwei Briefe. Da hängt ein bisschen Leder zum Trocknen. Links ein Baum mit Pilzen und das Langhaus. Ich glaube, das Langhaus, das sparen wir uns auf für den Schluss. Da waren wir schon drin, das ist die Assassinenbude. Meine Güte, ist echt viel los in dieser Siedlung. Muss aber meiner Meinung nach auch. Weapon Rack. Ob wir uns da gleich mit Waffen bedienen können? Sieht nicht so aus, nee. Aber sieht ganz nett aus eigentlich. Ich frage mich, falls das Dorf angegriffen wird, ob man dann zu diesem Weapon Rack als Soldat geht oder als Einwohner. Hallo Sven. Change Hair and Tattoos, das machen wir hier. Im Tattoo Shop. Tattoo and Barber. Ja, also was haben wir denn so? Nordische Embleme, das ist jetzt so ein Stirntattoo. Ein Bart für die weibliche Eivor. Valhalla Blessing ist wahrscheinlich auf der, ja genau, da rechts am Kopf. Sie bewegt sich so. Und das ist da links am Kopf. Und das ist der klassische Batman-Brille. Das Norse-Emblem sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ja, da haben wir hier noch ein paar Designs für den Bauch. Vier Stück habe ich hier zumindest. Ich denke, im Laufe des Spiels hast du dann irgendwann Dutzende von diesen Tattoos. Ich wollte schon sagen Hunderte, aber das vermutlich eher nicht. Ich glaube, das werden nur einige sein. Am linken Arm auch ein paar nette. Okay. Norse Emblem Valhalla Blessing. Natürlich passend vom Namen her. Für den rechten Arm dasselbe. Machen wir symmetrisch. Und dann der Rücken. Jörmundsanger, Norse Emblem. Sieht aus wie eine Axt, ist ein Hellsign, Valhalla Blessing mal wieder. Hier mit, das ist eine Weltenschlange oder so. Und die Frisur. Oh wow. Exotisches Haar. Classic Hair Red. Das gefällt mir ganz gut. Shaved. Ist nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Ich mag lange Haare. Classic Hair Lights, Light Brown, Blond. Rot finde ich eigentlich ganz cool. Erinnert mich so ein bisschen an Horizon Zero Dawn. Ja. Ist ganz cool, ja. Some play. Wie der Franzose sagen würde. Alright. Er sagt dasselbe. I have to go. Hau rein, Randvi. Okay. Gehen wir mal ein bisschen ins Gear-Menü rein. Ich habe jetzt hier nochmal eine Rüstungsrune, die ich auf mein Equipment machen kann. Hier sind einige leere Runen-Slots, die man anpassen kann. Okay. Meine Shell-Runes passen da rein. Hier ist auch noch einiges upgradebar. Das Raven-Clan-Set. Und die Stats, die verändern sich dann natürlich auch. Ist natürlich nice. Oh, wait. Wir hatten ja diesen... Der sieht edel aus, der Schild. Fun Fact an der Stelle. Es heißt der Schutzschild und das Straßenschild. Sage ich jedes Mal. Weil irgendjemand, der will mich immer korrigieren, wenn ich der Schild sage. Aha. Eine Venom-Rune. Die haben wir ja eben eingekauft. Packen wir drauf. Hier ist Attack. Und man kann hier tatsächlich noch ein Schild reinpacken, wenn man möchte. Raider Axe, Bone Biter. Und ihr seht, die Spezialisierung. Ja, das ist jetzt eine Rabenaxt. Das ist eine Bärenaxt. Rabenaxt. Rabenschild. Bären- und Rabenhammer. Warhammer, sieht witzig aus. Nehmen wir mal diese Bärenaxt. Bärenskillung ist eher so brutaler Hau drauf. Hunnischer Bogen. Hunter Bow, nice. Oder Recurve Bow. Ich vermisse so ein bisschen den leichten Bogen aus Origins, bin ich ganz ehrlich. Oh Mann, ich will dieses Spiel zocken jetzt. Jetzt! Also, mache ich ja, aber weiter zocken. Cooles Upgrade. Bringt ein bisschen was. Bisschen auf jeden Fall. Ja, die Rationen können wir upgraden. Auch das bisschen teuer. Was haben wir so in unserem Bag? Die Map. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns nochmal ein bisschen weiter die Siedlung an. Ansonsten endet das hier ja nie. Das Langhaus. Oh, da war ein schickes Feuer drin. Aber hier links geht unsere Siedlung noch weiter. Was ist das? Der Stall. Hier gibt's Wolle-Skins. Für die, die es nicht wissen, Wolle ist das beste Pferd in Assassin's Creed Odyssey. Rovan, lass mich deinen Stock sehen. Das klang ganz schön pervers. Pack den Stock wieder ein. Das ist unser Skin, den wir schon haben. Und gibt aber coole Skins. Ist sehr klassisch. Wirklich, während die Pferde in Odyssey und Origins teilweise richtig abgefahren waren, sind das einfach klassische Skins gewesen. Oh, du kannst Zünin verändern. Blau sah geil. Oh, Black and White. Ich glaube, Black and White Zünin Skin, den möchte ich mir im Rahmen der Demo holen. Darauf kannst du Gift nehmen. Das machen wir auf jeden Fall. Und Training? Okay, du kannst dein Reittier trainieren. Swimming? Mein Reittier kann schwimmen. Ah, okay, wir können es so ein bisschen verbessern. Ich frage mich, ob das dann schon alles war, wenn es diese vier Sachen kann. Aber es ist ein Belohnungssystem. Und ich mag Belohnungssysteme. Ich bin da sehr empfänglich für. Hier ein Heuhaufen, natürlich. Man muss sich auch irgendwo verstecken können. Und was ist das hier? Aha, die Seherhütte. Oh, hier kann man nämlich nach Valhalla. Beziehungsweise nach Asgard. Ah, die müssen wir upgraden, damit wir da hin können. Alles klar, sie sitzt hier ein bisschen rum. Chillt, redet nicht mit uns. Und hier sind wahrscheinlich...
creepy Dinge drin, die ich gar nicht kennen will. Lass mich bloß in Ruhe mit deinen Pilzen. Und jetzt nächstes Gebäude. Ein Mount. Ey, das können wir uns klauen hier. Können wir hier drüber? Hallo? Nee, geht nicht. Mag's nicht. Dann müssen wir da rechts. Ja, genau. Und was ist hier? So viele Gebäude, ey. Was geht hier ab? Hallo, Diggi. Er macht Mucke. Fühl ich. Okay, ich hör auf. Der sieht aus wie ein kein Wikinger irgendwie. Wordplay, bei ihm kann man Rap-Battles machen. Ja, auf eine Runde Flighting habe ich auf jeden Fall Bock, oder? Lass uns das ausprobieren. Flighting, it's key to match cadence and rhyme. It's as much about sound as it is about time. So be careful in choosing the words that you say. Jetzt muss ich schnell auswählen, was hier passt. Auf jeden Fall muss es sich reimen. Say hat er gesagt, Frey oder Slay. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Was nehmen wir eins? I'm sure my next challenger I will slay. No. The rhyme is good, but too many words upsets the rhythm. Schade. Naja, egal, vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal. Gehen wir uns das Ding hier mal weiter ein bisschen angucken. Und da gibt es den wunderschönen, weiß ich gar nicht, das sind Statuen von Römern. Das sieht 100% römisch aus. Er hat hier einfach so ein Mosaik ausgegraben. Und wer ist das? Ist es der Dude, den ich in der Demo die ganze Zeit... Ah, es ist wirklich Octavian, der Skoda. I am Octavian Claudius Britannicus, a collector of Roman relics. Okay, also ihm kannst du jetzt die römischen Artefakte geben, die du in der Welt findest. Okay, alles klar. Wir haben leider keine 5. Ja, ich habe 1 in der Demo gefunden. Ja gut, ich glaube, wenn du das Spiel ein bisschen länger suchtest, dann findest du auch schon mehr. Ravensthorpe. Wie spricht man das eigentlich aus? Was bauen wir denn hier hin? Weapon Rack, Roman Gladiator. Das bauen wir zu ihm. Ich glaube, da freut er sich. Der sieht ja bisschen inkomplett an. Aus. Inkomplett. Bestes Wort. Okay, noch ein weiteres Gebäude. Was ist das? Steht hier irgendwas dran? Hier sind einfach Leute. Hallo. Er kocht so richtig schön. Und hier ist ein See. Oh, sieht ganz nett aus. Aber das war's dann auch schon. Okay, also kein Gebäude für uns. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder so, wenn wir die Siedlung geupgradet haben. Aber ich glaube, jetzt gibt's nur noch das Langhaus, oder? Hier stehen schon mächtige Weapon Racks. Da unten waren wir, glaube ich, schon. Gehen wir mal ins Langhaus rein, würde ich sagen. Oh yeah. Start Feast! Hier kann man also das Schlachtfest beginnen und sich diesen Buff dann abholen. Schöne Halle. Wollen wir mal von links reinkommen, quasi? Sieht aus, als wäre das der eigentliche Haupteingang. Ich bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Und jetzt schön langsam hier durch. Ich sehe mich hier auf jeden Fall einige Feste feiern. Mit den Kumpanen, mit den Truppen, denen wir dann die Schlachten schlagen. Ganz geil, ganz geil. Muss ich sagen, haben sie es schön urig gemacht. Nur sieht gemütlich und benutzt aus und authentisch. Oh, ein Thron. Ist das wohl Eivors Thron? Egal, wir setzen uns drauf. Komm, rauf da. Ja, sie sitzt da. Chillt so ein bisschen in der Lehne, aber naja. Also nicht chillt, sondern der chillt. Chillig. Und wer ist da hinten? Randvi ist da hinten wahrscheinlich. Das ist der Wartable. Den kennen wir doch auch schon aus dem Trailer. Und ich glaube, wir können hier die erste Mission gleich beginnen. Wir gucken jetzt noch kurz hier in der Siedlung. Und die nächste Folge auf dem zweiten Kanal, Nahtfrag, die wird dann sich wahrscheinlich um die Mission drehen, die wir hier machen. Alliance Map. If you want your settlement to thrive in England, your clan must forge alliances. Okay, wir müssen Allianzen schmieden. Pledge a territory to confirm your interest in an alliance. Okay, also du musst quasi sagen, du möchtest dort eine Allianz eingehen. Und das können wir jetzt nur in Leicestershire. Frag mich, ob man dieses Grantabridgeshire... Bridge, Shire, nicht Bitch, auch in Anspruch nehmen muss. Uber und Ivar Ragnarsson, das sind doch die Lotbrocks. Als ob Ivar der Knochenlose und Uber der Nette. Holy crap, da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt geht's los! Territory pledged, Leicestershire. Oder Leicestershire, oh mein Gott, das muss ich noch üben. Okay, wir müssen nach Norden auf dem Fluss. Find and speak to Sigurd. Sigurd traveled northwest to a town called Repton. Ob es da wohl auch Rap Battles geben wird, also Flighting? Schauen wir mal kurz nach auf der World Map. Oh, es ist wirklich einige Zeit gen Norden. Vielleicht machen wir noch kurz einen Raid auf dem Weg. Ich bin mir nicht sicher. Hätte ich auch Bock drauf. Hier gibt es noch einiges an Aussichtspunkten, die wir jetzt schon sehen und entdecken könnten. Sieht cool aus, dieser Nebel. So ein bisschen, als hätte man da irgendwie was abgebrannt am Rand.
So, ist alles in dichten Nebel gehüllt und wir müssen das jetzt richtig schön freischalten. Der Baum hier rechts, ich glaube, der kann nichts. Gehen wir zum Wasser. Gehen wir zum Wasser, machen wir die Quest und ich glaube, das war es dann auch soweit. Inhaltlich für die erste Folge. Aber wir haben uns im Detail die Siedlung in Ruhe angeguckt. Ich hoffe, ich habe das in Ruhe genug gemacht, dass wir auch alles gesehen haben, jede Funktion, die jetzt zumindest verfügbar ist. Das ist nicht die letzte Siedlungsstufe, hat mir Ubisoft gesagt, da geht noch was. Aber wir haben schon einiges gesehen. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst sehen auf dem Nahtfrag-Kanal. Mein Zweit-Channel werde ich euch verlinken. Da geht's weiter mit dem Let's Play und auf dem Haupt-Channel geht's natürlich weiter mit Infovideos. Ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.